jemand was so Absurdes sagt, was so Grenzwertiges, was so Radikales, dass alle anderen Positionen daneben völlig normal wirken, selbst wenn sie in Wirklichkeit Quatsch sind. Klingt ein bisschen kompliziert, soll aber am Ende nur dazu führen, dass sich die gefühlte Mitte der politischen Diskussion verschiebt. Ich erkläre euch das mal an einem Beispiel. Wir diskutieren hier über die Legalisierung von Cannabis. Und im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich die Legalisierungsdebatte immer weiter in Richtung Legalisierung verschoben. Sagen wir mal, die geht von hier drüben bis da. Und dann kommt Lalene Mortler und sagt, Cannabis ist illegal, weil es verboten ist. Und dann kommt Daniela Ludwig und sagt, ja, aber Cannabis ist kein Brokkoli. Und dann sagt sie, die Legalisierung ist eine Lifestyle-Debatte. Und das, was da drüben in der Mitte bisher als ganz normale, zentrale, normale Position rund um die Legalisierung, das ist auf einmal Gefühl ganz am Rand. Das ist auf einmal eine radikale Position pro Legalisierung. So verschiebt die Politik langsam die Debatte in Richtung Handverbot muss erhalten bleiben. Aber das muss noch nicht so sein. Auch wir können die Debatte beeinflussen. Auch wir haben die Möglichkeit, die Mitte, die gefühlte Mitte zu verschieben. Denn in dieser gefühlten Mitte, da organisieren sich die politischen Parteien ihre Mehrheiten. Das ist der Ort, auf den die Sozialdemokraten, die Grünen, die Linken, die Piraten, die FDP und so weiter gucken, wenn sie sich überlegen, welche Argumente kommen denn an. Also müssen wir was tun, dass die Mitte nicht mehr hier ist, sondern in unsere Richtung wandert. Dann können wir zum Beispiel sagen, in breiten Köpfen ist mehr Platz für Toleranz. Oder wir können sagen, Cannabis ist eine Ausstiegsdroge für viele Alkoholiker. Oder wir können sagen, das Handverbot kostet Steuerzahlerinnen jedes Jahr Milliarden. Oder wir können sagen, funktionierenden Jugendschutz gibt es nur auf einem legalen Markt. Oder wir können sagen, Cannabismedizin kann Hunderttausenden Deutschen zu einem schmerzfreien Leben verhelfen. Oder wir können sagen, Hanf auf die Felder rettet die Wälder. Oder wir können sagen, die schlimmste Nebenwirkung eines Joints ist die Strafverfolgung. Und plötzlich haben wir ganz viel Raum gemacht. Wir haben Möglichkeiten geschaffen, wie sich die politische Debatte verändern kann. Und was glaubt ihr, was die Nichtkonsumenten machen? Die orientieren sich ja immer an der gefühlten Mitte. Und wir haben die gefühlte Mitte gerade hierher verschoben. Die gesamte Gesellschaft verschiebt ihre gefühlte Mitte der Meinung, das, was als normal gilt in der Debatte, langsam in Richtung Legalisierung. Damit fangen wir an, dann kommen unsere Eltern, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen. Irgendwann folgen die Parteien. Heute sind wir so weit, dass die Grünen, dass die Linke, dass die Liberalen, sogar die FDP hat mittlerweile ein Modell für die Legalisierung im Programm. Aber wir müssen sie dazu zwingen, das auch tatsächlich umzusetzen. Weil nur wenn die Parteien das ernst meinen, dann rücken auch Daniela und Marlene und Jens, weil die keine Lust haben, am rechten Rand zu stehen. Das Problem ist, wir verschieben die Debatte nicht mehr. Wir haben aufgehört, davon zu träumen, dass die Legalisierung Realität wird. Wir sehnen uns selbst nach der Mitte. Wir wollen die Ruhe haben, die hier herrscht. Wir wollen nicht belästigt werden. Wir wollen selbst keine Radikalen sein. Aber wenn wir den Raum da drüben, den Raum in Richtung Legalisierung nicht eröffnen, dann wird es kein anderer für uns tun. Weil niemand sonst will, was wir wollen. Dass Cannabis endlich aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen wird. Dass Cannabis-Nutzerinnen sich nicht mehr verstecken müssen. Dass keine Patientin für ihre Cannabis-Medizin die Krankenkasse verklagen muss. Dass kein Jugendlicher mehr den Ausbildungsplatz für einen Joint verliert. Und dass in Altenheimen ganz selbstverständlich Haschkekse angeboten werden, um den Bewegungsdrang und das Nahrungsgefühl und die Stimmung der Patienten aufzubessern. Und auch das wird häufig vergessen, wir wollen, dass all jene entschädigt werden, die in den letzten 50 Jahren zu Unrecht wegen Cannabis im Gefängnis saßen. Das verstehen wir unter einer vollständigen Legalisierung der Pflanze Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Dafür steht die Hanfparade. Darum streiten wir auf der Hanfparade. Darum kämpfen wir seit 25 Jahren jedes Jahr und jeden Tag. Wenn euch also in den kommenden Stunden hier Politiker was erzählen, wie toll sie zu Hanf stehen, dann seid wachsam.
Denn wenn die FDP zwar Cannabis legalisieren will, aber das Gras dann so teuer sein soll, dass ihr euch das gar nicht mehr leisten könnt. Wenn die Grünen Cannabis legalisieren wollen, aber Cannabis-Fachgeschäfte aller Grüne dann schmucklose Bunker singen, damit ja kein Kind durch Werbung zum Kiffen animiert wird. Wenn die SPD, die 25 Jahre an der Macht, nicht einen Finger für uns krumm gemacht hat, kurz vor der Wahl ein Positionspapier rausrotzt und so tut, als wären sie legalisierungsfreundlich, dann ist es euer Job, wachsam zu bleiben. Lasst euch nicht von Politikern blenden. Fallt nicht auf die gefühlte Mitte rein. Wir haben es in der Hand, die gefühlte Mitte in Richtung Legalisierung zu verschieben. Es ist euer Job, den Politikern klarzumachen, dass sie sich für eine Seite entscheiden müssen. Dass es nicht geht, heute mal da und heute mal da zu sein. Heute mal pro Betäubungsmittelgesetz und morgen pro Legalisierung. Heute mal pro Handverbot und morgen pro Menschenrechte. Denn zwischen Betäubungsmittelgesetz und Vernunft gibt es keinen Kompromiss. Es gibt keine Mitte zwischen Prohibition und Wahrheit. Wir müssen dafür sorgen, dass die Politiker nie wieder hinter die Position zurückkommen, die sie einmal auf unserer Seite eingenommen haben. Und die müssen sich eurem Urteil stellen. Das machen sie heute auf der Aktparade in den nächsten Stunden. Damit das nicht zu langweilig wird, gibt es zwischendurch natürlich auch Musik. Und auch bei den Musikern ist es euer Job, darauf zu achten, dass sie tatsächlich eure Botschaften transportieren. Das macht ihr am besten, indem ihr ganz laut jubelt, wenn ihr dann Mama Ganja oder Ernst Gemein oder Lost oder Uwe Banton auftreten. Gemeinsam mit den Musikern und gemeinsam mit den Politikern, die es ernst meinen. Und das werden nicht alle sein. Glaubt mir, es wird heute wieder jemand auftreten, der versucht, euch billig zu kaufen, eure Stimmen für die Bundestagswahl für ein Apfel und ein Ei einzusammeln. Ihr müsst darauf achten, dass sie nicht damit durchkommen. Aber wenn Politiker es ernst meinen, dann unterstützt sie. Denn gemeinsam mit diesen Politikern werden wir nach der Bundestagswahl das Handverbot zu Fall bringen. Gemeinsam werden wir 5 Jahrzehnte Unrecht beenden. Gemeinsam werden wir Hanf legalisieren. In diesem Sinne uns allen eine erfolgreiche Hanfparade. Danke. So, und jetzt bleibt mir erstmal nur noch, euch an Micha Knoth, unseren Moderator, zu geben. Einen dicken Applaus bitte für Micha. Ja, willkommen Berlin, willkommen zur Hanfparade.